Um die Entwicklung der Sozialarbeit zu verstehen, ist es notwendig, sich mit einigen Persönlichkeiten auseinanderzusetzen. Hier in diesem Video geht es um Ilse Art. Jedoch stellt sich für uns die Frage, wer ist überhaupt diese Ilse Art? Ilse Art wurde im Jahr 1876 in Wien geboren. Sie stellt eine der wichtigsten Persönlichkeiten für die Entwicklung wissenschaftsgeleiteter sozialer Arbeit dar. Sie war das Kind eines Augenarztes und einer Mutter jüdischer Herkunft. Ilse von Art wurde zuerst von der Mutter unterrichtet und dann als Autodidaktin ohne Matura begann sie Nationalökonomie und Sozialwissenschaften zu studieren. Ihr wurde sehr schnell bewusst, dass es neben den großen Fortschritten auf technischem Gebiet die Fortschritte im sozioökonomischen Bereich leider ausblieben. Ilse von Art beschäftigte sich mit der Problematik der alleinstehenden Frauen und der Nachtarbeit der Frauen. Dazu schrieb sie auch Publikationen. Auch die Armutsproblematik ließ Ilse von Art nicht kalt. Sie beschäftigte sich mit den Ursachen der Armut und auch mit der Prävention dieser Probleme. 1912 gründete Ilse Art in Wien die Vereinigten Fachkurse für Volkspflege. Mit der Unterstützung von Professoren, Ärzten, Studenten und auch Freunden, die sich bereit erklärten und entgeltlich zu lehren, begann ihre Ausbildungsstätte endlich eine Form anzunehmen. Für Ilse Art war schon zu Beginn klar, dass es sich nicht nur um eine Lehrstätte, sondern auch um eine Forschungseinrichtung handelte. Sogar sie selbst schrieb die Lehrbücher auf Deutsch. Im Jahr 1938 wurden ihre Bemühungen und Erfolge von den Nationalsozialisten zerstört. Die Schule musste geschlossen werden, ihre Bücher und Publikationen wurden vernichtet, ihr gesamter Privatbesitz beschlagnahmt. Und als größte Strafe entschied man sich für das Schreibverbot der engagierten Ilse Art. Im Jahr 1945 konnte sie ihre Schule wieder eröffnen. Jedoch aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme und großer finanzieller Probleme kam es 3 Jahre später zum endgültigen Schließen. Ilse von Art wurden einige Preise verliehen, darunter auch der Dr. Karl Renner Forschungspreis. Im Jahr 1960 stirbt sie als 84-Jährige an einem Autounfall.